Wir können in diesem Land nur dann etwas zum Positiven verändern, wenn wir gemeinsam einen Plan erstellen, Strategien und Visionen wagen. Und hier setzen diese 10 Thesen, diese 10 Wittenberger Thesen der Revolution 2.0 an. These 1. Sofortiger Rücktritt der jetzigen Regierung und Bildung einer Übergangsregierung aus Persönlichkeiten mit hoher Fachkompetenz. Ich glaube, dazu braucht man nicht viel zu sagen. Unfähigkeit, blinder Idealismus und grüner Fanatismus regieren gerade unser Land. Das muss sich schnell und grundlegend ändern. Die Aufgabe der Übergangsregierung wird es dann sein, These 2 bis 10 umzusetzen. These 2. Friedensvertrag und Souveränität sowie eine gültige Verfassung für Deutschland. Ja gut, wir hätten eine, aber anderes Thema. Dass unser schönes und einstmals so blühendes Land zu keinem Zeitpunkt voll souverän war und das Grundgesetz nur ein Fragment einer Verfassung darstellt, ergibt sich aus den Aussagen zahlreicher Politiker wie zum Beispiel Carlo Schmidt, Wolfgang Schäuble, Guido Westerwelle oder Gregor Gysi. Der 2+4-Vertrag soll die vollständige Souveränität regeln, aber er beinhaltet viele Ausnahmen zum Vorteil der USA und der NATO. Diese Ausnahmen stehen den deutschen Interessen entgegen. Wir brauchen eine Verfassung, so wie es im Artikel 146 im Grundgesetz geschrieben steht. Und das, liebe Freunde, ohne Zensur durch die USA. Dieser völkerrechtswidrige Besatzungsstatus muss endlich aufgehoben werden. Leipziger Straße. These Nummer 3. Abschaffung oder Reformation der Parteienstruktur und Neubildung des Parlaments mit gewählten Volksvertretern ohne Haftungsausschluss. Dringend, und zwar dringender denn je, brauchen wir gewählte Volksvertreter, die tatsächlich nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Keiner Lobby oder dem Wahlprogramm einer Partei. Die Parteienstruktur hat alle Bereiche des öffentlichen Lebens erfasst, bis hin zum Verfassungsgericht. Dieser Parteienstaat hat kein Interesse am Volk. Ich persönlich führe das noch weiter aus. Wir müssen endlich wieder zu einer sauberen Gewaltenteilung kommen. Es kann nicht sein, dass ein hoher Richter am Abend vor einer grundlegenden Entscheidung zum Abendessen bei der Bundeskanzlerin eingeladen ist. Hier kann man nicht davon sprechen, dass Judikative, Exekutive und Legislative noch für sich selbst arbeiten. Hier wird geklüngelt und geschoben, dass sich die Balken biegen. Fraktionseinheitsmeinungen und Fraktionszwang haben nichts, aber auch gar nichts mit einer Demokratie zu tun. Jetzt kommt etwas extrem Wichtiges, nämlich Parlamentarier der Zukunft müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen. Aber sowas von richtig. Sie müssen Lebenserfahrung mitbringen, was selbstverständlich ein Mindestalter notwendig macht. Zudem müssen sie in ihrem Fachbereich tätig werden. Was hilft ein Kinderbuchautor, wenn es um hochkomplexe Themen der Mikro- und Makroökonomie geht?
Liebe Freunde, das Listenwahlsystem gehört abgeschafft. Die Wahl muss endlich wieder direkt durch das Volk erfolgen. These Nummer 4 unserer 10 Thesen der Reformation 2.0. Verbot des Mitwirkens von Politikern an nichtstaatlichen Organisationen, den sogenannten NGOs. Nur mit diesem Verbot ist dem Lobbyismus und der Korruption beizukommen. Milliarden haben Pharmazieunternehmen in den letzten Jahren davon profitiert, dass viele Menschen in Verderben und mittlerweile auch in den Tod geschickt wurden. These Nummer 5. Schaffung einer direkten Demokratie durch Volksentscheide für Themen mit grundsätzlicher Bedeutung. An dieser Stelle ist die Schweiz ein sehr gutes Vorbild. Ich nenne mal einige Beispiele, zum Beispiel, wenn es darum geht, eine neue Währung einzuführen, wenn es darum geht, über den Erhalt des Bargeldes abzustimmen. Oder wurden wir gefragt, ob wir, das deutsche Volk, ob wir Waffen in Kriegsländer liefern möchten? Liebe Freunde, wurdet ihr gefragt, ob ihr mit stillem Gehorsam EU und NATO folgen wollt? Es muss darüber abgestimmt werden, und zwar durch das Volk, ob wir raus wollen aus EU und NATO. These Nummer 6. Frieden und Freundschaft mit allen Staaten der Erde sowie der Grundsatz Frieden schaffen ohne Waffen. Der bin ich. Liebe Freunde der Reformation 2.0, ich glaube, diese These ist selbsterklärend. Ja, okay. Auch die Waffenlieferungen in die Ukraine müssen sofort gestoppt werden, und man muss an den Tisch zurückkehren, der heißt Frieden schaffen. Gerne. Vielen Dank, dir auch. TikTok gerade. Ja, hoch kann es immer schlecht, aber naja, gut. Alles es gibt aber Millionen Euro, die in die Ukraine fließen und dort von Regierungsmitgliedern abgeschöpft werden. Sie kommen überhaupt nicht beim Volk an. These Nummer 7. Abschaffung des WEF. Durchsetzung eigener Interessen bei NATO, EU, WHO, UNO. Oder Austritt. Für mich ganz persönlich, muss ich ehrlich sagen, raus aus diesen Schwurbler- und Schummelvereinen, das darf so nicht sein. Jawohl. Wir müssen endlich wieder eigenständig souverän werden. Wie kann es sein, dass Organisationen, die nicht demokratisch legalisiert wurden, über unser Leben entscheiden? Das darf nicht sein. These Nummer 8, Besetzung höchstrichterlicher Stellen und des Amtes des Bundespräsidenten durch Bürgerwahlen. Nie wieder dürfen bei uns Deutschlandhasser wie Gauck und Steinmeier auf solche Posten gehoben werden. These Nummer 9. Die sofortige Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen, Ende der Impfnötigung und Haftung aller Verantwortlichen. Viele unter uns, aber auch viele Kritiker sagen, ach komm, das ist doch gar nichts mehr, es ist doch schon vorbei. Nein, es ist noch lange nicht vorbei. Wir werden die letzten 3 Jahre nicht vergessen und nicht eher Ruhe geben, bis alles aufgearbeitet wurde und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden. Es müssen Handschellen klicken. Erst dann wird es vorbei sein. Liebe Freunde, wir kämpfen wirklich seit über 3 Jahren gegen
eine Medienlandschaft, die sich hat einnehmen lassen, die sich hat kaufen lassen. Denn wer beißt schon die Hand, die einen füttert? Und daraufhin zielt unsere These Nummer 10, Stärkung freier und unabhängiger Medien, Journalisten und der Meinungsvielfalt. Wenn, wie im Staatsvertrag festgeschrieben, die öffentlichen rechtlichen Medien mit ihrer Berichterstattung der Regierung Knecht sein sollen, kann man nicht von freier Medienarbeit sprechen. Wo sind die kritischen Stimmen der Medienwelt? Warum sind diese blind auf dem Auge, das in die Parlamente schaut? Freunde, wir brauchen auch dort eine Veränderung und ein Zurückkommen auf echte Werte. Liebe Freunde, wir wissen, nicht alle Themen von Bedeutung sind in diesen 10 Thesen der Reformation 2.0 berücksichtigt. Wir wissen aber auch, dass all diese Thesen, die nicht berücksichtigt werden konnten, ohne Erfüllung der 10 Thesen der Reformation 2.0 auch keine Berücksichtigung finden können. Seht unsere 10 Thesen als Fundament, seht es als einen Anfang, als einen ersten Leitfaden für eine grundlegende Veränderung, eine grundlegende demokratische Veränderung in unserem Land. Kommen wir wieder zu einem Deutschland, das blüht und wo wir alle gemeinschaftlich glücklich sein können. Wir von der Reformation 2.0 aus der schönen Lutherstadt Wittenberg glauben ganz, ganz fest daran, dass diese 10 Thesen, wie es schon vor über 500 Jahren möglich war, unser schönes Deutschland verändern können. Tragt diese 10 Thesen alle Städte und Gemeinden Deutschlands, dann fachen wir das gleiche Feuer an wie damals Martin Luther. Es ist an der Zeit, lasst uns Deutschland mit einer Reformation 2.0 endlich wieder zum Positiven verändern. Liebe Freunde, wir laden euch ganz, ganz, ganz herzlich ein. Am 2.9. findet wieder eine Auftaktveranstaltung in der Lutherstadt Wittenberg statt. Ihr findet uns unter anderem unter refo2-0.org oder auch im Telegram oder im Facebook einfach mal nachschauen. Am 2.9. wie gesagt, eine Auftaktveranstaltung in Wittenberg. Und am 31.10. zum Reformationstag, auch da werden wir gemeinsam auf die Straße gehen, um endlich, endlich wieder glücklich und frei sein zu dürfen. Liebe Freunde, erzählt euren Freunden weiter, erzählt euren Bekannten weiter, erzählt es in euren Familien, in eurem Umkreis, dass es endlich Zeit ist, dieses Land wieder zurückzuholen in die Herzen aller Deutschen und endlich wieder Demokratie einziehen zu lassen in einem Land der ehemaligen Dichter und Denker. Vielen lieben Dank!